Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Wer sich mit der Entwicklung und Geschichte des Bundesvertriebenengesetzes beschäftigt, wird mitbekommen, dass diese Geschichte, die über 60 Jahre dauert, durch ständige Modernisierung und Novellierung, Anpassung an veränderte Verhältnisse gekennzeichnet ist. Ich erinnere an die Novellierung, die mit dem Fall des Eisernen Vorhangs zusammenhing und zu einer Neuordnung der Aussiedleraufnahme geführt haben. Ich erinnere an Anpassungen, die im Zusammenhang des EU-Beitritts unserer östlichen Nachbarn geschehen sind. Und in diesem Zuge hat sich das Bundesvertriebenenrecht von einem Recht der unmittelbaren Kriegsfolgenbewältigung immer mehr zu einem Recht, das Beiträge zur nachhaltigen Friedenskonsolidierung liefert, gewandelt. Und die vorgelegte Weiterentwicklung und Konzeption der Beauftragten für Kultur und Medien steht genau in diesem Kontext der Entwicklung von unmittelbarer Kriegsfolgenbewältigung zu nachhaltiger Friedenskonsolidierung im Rahmen des europäischen Einigungsprozesses. Und neben der Verarbeitung des Kulturbruches nach Ende des Zweiten Weltkrieges durch Flucht und Vertreibung, neben der Herausforderung, die seinerzeit geprägt waren durch die Rettung unmittelbar akut gefährdeten Kulturgutes, die geprägt waren durch die Notwendigkeit einer empathischen Erinnerungskultur für Vertriebene, neben diesen Grundsätzen, die auch nach wie vor Bedeutung haben, tritt immer mehr der Beitrag deutscher Kultur im östlichen Europa zu einem gesamteuropäisch zu verstehenden kulturellen Erbe. Und dies kommt, meine Damen und Herren, in der Konzeption überzeugend zum Ausdruck. Es verbindet die nationalkulturellen Traditionen im Sinne eines gemeinsamen, nationenübergreifenden europäischen Kulturverständnisses. Nirgends ist mir das in jüngerer Zeit so deutlich geworden wie bei dem Besuch des Breslauer Oberbürgermeisters im Unterausschuss für Kultur und Medien, der über die Konzepte des Kulturhauptstadtjahres berichtete. Und da ist klar geworden in den Ausführungen des Oberbürgermeisters, dass die deutschen kulturellen Prägungen seiner Stadt heute zu einem europäischen Markenzeichen der Gegenwart geworden sind und wie wertvoll ihm diese Kombination der deutschen Geschichte und Prägung der Vergangenheit mit dem europäischen Verständnis der Gegenwart ist. Und was uns dabei wichtig sein sollte, und das würde ich nun gern auch in Erwiderung von Frau Huppach sagen, wer soll denn für die Pflege dieses deutschen Beitrages an einem europäischen Kulturprojekt anders und stärker verantwortlich sein als die Deutschen selbst? Niemand kann von Polen und anderen erwarten, dass wir genau das deutsche Kulturerbe gewissermaßen in ihre Hand geben und in ihre Betreuung geben. Nein, wir sollten uns über Verhältnisse freuen, in denen die Polen, ein polnischer Oberbürgermeister, unsere Kooperation in der gemeinsamen europäischen Kulturpflege verlangt und fordert. Und dafür gibt das Konzept sehr gute Voraussetzungen. Und so hoffe ich, dass das Konzept auch Beiträge leisten kann bei Dingen, die uns in der Zukunft erwarten. Ich will nur ein Beispiel herausgeben. Die Europäische Kommission und das Europaparlament haben 2018 zum Europäischen Kulturerbejahr ausgerufen. Es sollen gewissermaßen unter dem Motto Sharing Heritage diese übergreifenden, eine europäische Kulturidentität begründenden Beispiele gesucht werden, insbesondere in der Bautradition. Und ich bin sicher, dass Zeugnisse deutscher Kulturtradition im Osten wertvolle Beiträge dazu leisten können. Die Kirchenburgen Siebenbürgens, der gotische Turm
Kaschauer Dom in Košice in der Slowakei, das östlichste gotische Bauwerk in Europa, die Jahrhunderthalle in Breslau. Ich könnte diese Aufzählung fortführen und ich möchte appellieren, dass das auf der Basis des vorgelegten Konzeptes gerade eine Beteiligung am europäischen Kulturerbejahr in Erwägung gezogen wird. Aber, meine Damen und Herren, die deutsche Kultur und Geschichte im östlichen Europa geht über die Grenzen der EU hinaus. Und hier ist mir ein Anliegen besonders wichtig, dass wir dabei die russlanddeutsche Kolonistenkultur und ihr Deportationsschicksal und Vertreibungsschicksal nicht vergessen. Ich bin froh, dass das Museum für russlanddeutsche Kulturgeschichte im Konzept sich wiederfindet. Und ich will nur darauf hinweisen, dass sich hier Begegnungsmöglichkeiten ergeben, die ich gerade in der letzten Woche bei einem Besuch in Aserbaidschan wieder feststellen konnte, als ich erlebte, wie dort, allerdings von einheimischer Bevölkerung, Helenendorf, Annenfeld als deutsche Gründung, die Deutschen sind 1941 deportiert worden, und die Schwabendörfer in der Gegend von Tiflis gepflegt werden und man gemeinsam die Vorbereitung des 200-jährigen Jubiläums in den Jahren 2017 und 2018 der Ansiedlung der Deutschen im Kaukasus begehen will. Ich erinnere in diesem Zusammenhang an ein Wort unseres früheren Außenministers Hans-Dietrich Genscher, das ich leider nur aus dem Gedächtnis zitieren kann, das mir aber sehr wertvoll geworden ist. An einer Veranstaltung, es war ein Forum mit kasachischen Teilnehmern, sagte Hans-Dietrich Genscher, in unserer Gesellschaft sollten wir Nachbarn nicht allein daran definieren, ob wir eine gemeinsame Grenze haben und unseren Begriff von Nachbarschaft nur auf eine gemeinsame Grenze beziehen, sondern er sagte unter Verweis auf die Deutschen in Kasachstan, die Russlanddeutschen, Nachkommen Deportierter meist weitgehend, der Umstand, dass in kasachischen Dörfern deutsche Familien neben kasachischen Familien gelebt haben, macht uns zu Nachbarn im Sinne einer kulturellen Nachbarschaft. Und damit bin ich bei dem Stichwort, das ich abschließend als einen besonderen Inhalt und einen besonderen Ansatz für diese Konzeption und für die Arbeit nach dem Paragraph 96 Bundesvertriebenengesetz sehe. Wir haben die Chance, kulturelle Nachbarschaft zu gestalten. Und wir sollten, Frau Schaus und Frau Huppach, doch nicht immer wieder den Eindruck erwecken und alte Feindbilder pflegen, die nie richtig waren mit Blick auf das Bundesvertriebenenrecht, die nie richtig waren. Alte Feindbilder pflegen und den Eindruck erwecken, als ob diese Arbeit Keile in die europäische und in unsere Nachbarschaft treibt, sondern wir sollten die Gemeinsamkeit suchen. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Das Wort hat der Kollege Matthias Schmidt für die SPD-Fraktion.